Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch. Jetzt gab es eine längere Pause, mehr oder minder. Mittlerweile sind wir ja jetzt, da es jetzt nicht so viele neue Sachen in meinem Gold-Update immer zum Sehen gibt, tatsächlich auf einen gewissen längeren Zeitraum gegangen. Ich habe ja jetzt immer quasi 4 Wochen genommen als Zeitraum, um dementsprechend jetzt so, schneller auf 9.1 hinzuwirken, wo es dann wahrscheinlich wieder das ein oder andere Neue gibt. Jetzt wollen wir aber trotzdem gucken, was ich so ein bisschen in der Golddürre an Umsätze getätigt habe. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein in unsere Tabelle. Und zwar habe ich die wieder ein bisschen geupdatet. Wir waren ja letztes Mal vor knappen 4 Wochen stehen geblieben bei etwa 60 Millionen Gold, ne? Und jetzt habe ich mal schon zusammengerechnet auf den 2 Accounts. Ich hatte davor auf dem Main-Account so ein bisschen über 10 Millionen und auf dem Second-Account 49 und ein paar zerquetschte Millionen. Und jetzt ist es quasi so, dass wir runtergegangen sind, wenn wir es zusammenzählen, auf 56. Also sprich, wir haben 4 Millionen Gold miese gemacht. Die 4 Millionen Gold setzen sich so zusammen, dass ich für einen T3-Teil, da habe ich ja auch schon ein Waste-of-Money-Video-Teil wieder gedreht zu, für einen T3-Teil habe ich knappe 600.000 ausgegeben und dann sind wahrscheinlich nochmal jetzt in 4 Wochen, ich kaufe ständig Teile für 10.000, 15.000 oder so, also für kleinere Beträge, wahrscheinlich habe ich jetzt insgesamt 1 Million für so Transmog-Gedönsel ausgegeben, schätze ich mal, ne? Also mit dem T3-Teil zusammengerechnet. Und die restlichen 3 Millionen sind Investitionen, heißt, ich habe Mats gekauft, ich habe Items gekauft, um Sachen herzustellen, um dann wieder Gewinne zu machen. Und wir wollen uns jetzt angucken, was dabei so rumgekommen ist, würde ich sagen. Und dabei starten wir mal mit meinem Main. Und mit dem haben wir hier einmal die Items verkauft, ne? Also diese hier, die 168, und ich sehe gerade, ich habe eins Fail hergestellt, hier ist ein 151er drin, das ist schon mal RIP, kostet mich schon mal gleich wieder ein bisschen Gold, ne? Oh, ich habe sogar, okay, ich soll mir das am besten gar nicht angucken, anscheinend haben wir ein paar verkackt. Mittlerweile bin ich ja hier von den Preisen ein bisschen runtergegangen, auch auf Antonidas, habe ich auf Minimum 1000 Gold gesetzt und tatsächlich verkaufe ich da mehr als davor, hatte ich glaube ich auf 2,5, da habe ich kaum was verkauft, aber dennoch, manchmal kriege ich die Teile auch für einen größeren Betrag verkauft, seht ihr hier, habe ich mal einen Teil für 10.000 verkauft gekriegt, hier mal für 5.000, wenn ich es für 1000 Gold verkauft bekomme, im Durchschnitt die Teile zum Herstellen zwischen 300 und 600, 700 Gold sind die Herstellungskosten. Wenn ich es für 1000 verkauft kriege, habe ich einen kleinen Gewinn. Wenn ich es natürlich jetzt hier für 5, 6, 7 oder 9.000 verkauft, habe ich riesige Gewinnspannen tatsächlich. Das sind wenige Items, aber die bringen quasi den Gewinn, ne? Zwischendrin sind auch noch ein paar Pets. Hier seht ihr, das ist ein Necrolord-Pet, was ich da verkauft habe. Und ja, ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Es sind insgesamt, wie ihr hier seht, 443 Mails. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich schon, ja, 2000 habe ich jetzt gerade schon beim Questen nebenbei gemacht gehabt, die können wir dann rausrechnen. Aber hier können wir jetzt schon mal das ganze Zeug rausnehmen und ihr seht, zu 99%, warte mal, ich kann den Chat auch hochziehen, dass ihr das seht. Oder auch nicht. Okay, das geht anscheinend nicht, weil das Gold ein bisschen das zum Laggen bringt. Aber ihr seht es hier auch, ne, was da für Items alles drin sind. Hier sind teilweise auch für 2.000 kriege ich was verkauft. Das ist halt selten. Das meiste geht halt wirklich genau für 1.000 raus. Übrigens auch hier auf Antonidas, die meisten Teile sind hier tatsächlich sogar für unter 1.000 Gold drin. Also für 600, 700 Gold, aber so weit gehe ich nicht runter, da mache ich keine Gewinne mehr. Und ihr seht hier, habe ich wieder einen Helm für 10.000 verkauft, noch einen Helm für 10.000 hier auch. Also es sind immer mal wieder Sachen drin für 10.000, hier auch wieder für 10.000. Und ich habe meine Preise so eingestellt, dass ich eine Unterscheidung zwischen den Stats mache und B, dass ich feste Preise reingemacht habe. Also ich sage quasi dem Addon, also hier in dem Fall Tradeskill Master, er soll natürlich einstellen, nachdem quasi ein paar Kupfer unterbieten oder ein paar Silber, aber wenn die Sachen unter 1000 Gold im Auktionshaus sind, dann stelle ich es für 1000 rein und wenn kein Item im Auktionshaus ist, was die Stat-Kombi hat, stelle ich es für 10.000 rein. Jetzt mag der eine oder andere meinen, 10.000 verkaufe ich es nicht, aber ihr seht, zwischendrin sind tatsächlich die Items für 10.000 weggegangen
weil halt Leute bestimmte Set-Kombis haben wollten. Das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, dann habe ich halt 1000% Gewinn aus so einem Item gemacht, ne? Und das ist halt nett, ja? Und das sind jetzt hier nicht die großen Summen, die ich damit umsetze, das brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist halt Kleinvieh, der sich zusammensummiert, ne? Das sind jetzt auch schon 300k, die sich zusammensummiert sind. Wahrscheinlich sind es am Ende irgendwas so eine 500.000 und ehrlich gesagt, hier mache ich auch, auf Antonidas mache ich keine oder selten Reposts, weil fast alles ist im unter 1000 Bereich und ich verkaufe dann immer nur, wenn die anderen Sachen abverkauft worden sind. Aber ihr seht, klar, das sind jetzt Verkäufe über fast einen Monat, ne? Also das ist jetzt schon auch ein Zeitraum, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem verkaufe ich jeden Tag einige Items mit einer relativ guten Gewinnspanne. Ich könnte es natürlich mit den anderen mitkonkurrieren und bis 500 Gold runtergehen. Dann mache ich aber mit den meisten Items nur vielleicht 50 oder 100 Gold Gewinn oder sogar Minus. Und das ist es mir nicht wert. Also Minus brauche ich keinen machen. Hier seht ihr, haben wir sogar nochmal ein paar Items tatsächlich für 10k verkauft, sogar relativ viele, ne? Es sind immer mal wieder Zeiten im Auktionshaus, wo die ganzen Leute, die jetzt die Sachen für 600, 700, 800 Gold drin haben, komplett rausgekauft sind und dann greifen meine Items, die ich für 1000 drin habe oder für 10k tatsächlich. So, und ihr seht schon, hier die, mir wäre fast das Gold verschwunden. 2 Tage habe ich jetzt noch Zeit, das rauszuholen. Deswegen maximal nach 4 Wochen mache ich immer so ein Update. Nicht, dass das Gold dann verschwindet im Wirbel Nether. Ich hatte das ein bisschen das Problem. Ich habe ja auf einigen Servern damals einiges Krempelzeug verkauft zu BFA und da habe ich noch ein bisschen was über gehabt. Habe das jetzt in Shadowlands in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ins Auktionshaus geschmissen und dann habe ich es vergessen über 1-2 Monate und die ganzen Sachen sind alle verschwunden. Und das Problem ist, man kann zwar die Gegenstände wiederherstellen, wenn das ausgelaufen ist, aber immer nur einen Char alle 15 Tage. Und jetzt muss ich halt alle 15 Tage die alten Sachen wiederherstellen, weil da sind jetzt nicht super wertvolle Sachen dabei, das ist viel Krempel, aber mir tut es ein bisschen weh, dass das verschwunden ist, ne? Und das muss ja dann nicht sein. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier overall rausgezogen haben. Oh, was haben wir denn hier? Das ist noch so eine Mail. Okay, wir haben jetzt hier rausgezogen fast 700.000 Gold. Also dafür, dass es nur dieses Kleinkrempelzeug ist. Und wie gesagt, hier mache ich keine Reposts, ne? Also ich schmeiße es wirklich rein und nach 2 Tagen hole ich es raus und schmeiße es wieder rein. Und ich craft halt ein bisschen. Also da ist der Zeitaufwand relativ minimal. Und dementsprechend habe ich auch meine Einstellungen, ne? Also ich habe da nicht diese Undercut-Einstellung. Ich kann es euch vielleicht auch einmal zeigen für die Leute, die das interessiert. Jetzt muss ich bloß mal hier reingucken. Seht ihr, das sind immer, wenn ich das Gold raushole, ne? Wie diese Spitzen hier hoch und runter gehen. Sehr interessant, auch diese Übersicht. Aber wir wollten jetzt eigentlich hier die Crafting-Sachen angucken. Jetzt muss ich mal schauen. Da muss ich hin. Ja, ich hätte, glaube ich, auch nicht so umständlich reingehen können. Genau, ich habe den Minimumpreis auf 1000 gesetzt. Maximumpreis sogar auf 20.000, aber der kommt halt nie zustande. Und Normalpreis auf 10.000, ne? Und wenn er, und ich habe so eingestellt, dass er quasi, wenn es unterm Minimumpreis ist, zum Minimumpreis erstellt. Und wenn kein Item drin ist, dann macht das zum Normalpreis, ne? Genau. Den Maximumpreis, da kommt er eigentlich nie hin, weil auf Antonius ist immer was drin. Aber naja, 700k kann man machen, würde ich sagen. Dann gucken wir mal bei meinem Legendary-Verkaufschar. Da sieht es ehrlich gesagt sehr mager aus. Ich habe jetzt nur, in Anführungszeichen, 267 Verkäufe. Ne? Hier sind es zwar höhere Sachen, da sind es höhere Beträge, allein auf der ersten Seite sind es 2 Millionen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt mit vergangenen Zeiträumen vergleiche, ist da geht halt fast nichts. Das liegt halt an 2 Faktoren. Faktor A ist, man verkauft halt jetzt nicht mehr so viele Legendaries oder so Grundpieces von den Legendaries am Anfang der Expansion. Ne? Die Leute sind gesättigt mit dem Zeug, auch mit den Twinks. Und die andere Sache ist, ich habe übelst reingeslackt. Ich habe am Anfang der Expansion habe ich alle paar Minuten gerepostet, jetzt stelle ich vielleicht nur einmal am Tag ein oder tu 1-2 Mal reposten, vor allem am Wochenende und das war es halt tatsächlich, ne? Und das merkt man halt auch, aber wie gesagt, selbst wenn ich jetzt x-mal reposten würde, ich glaube, die Gewinne vom Anfang der Expansion, die kriegst du natürlich jetzt nicht mehr. Gut, ich würde sagen, auch da gucken wir jetzt mal kurz durch. Ich kann mal den Chat hier einmal aufmachen, dass wir so grob sehen, was drin ist. Halt, warte mal, das können wir mal wegklicken.
Also ihr seht schon, das ist ganz unterschiedlich. Das sind 6K-Sachen, teilweise 20, 30K, ne? Aber jetzt so auf 50, 60, 70K, was du am Anfang der Expansion für ein Item gekriegt hast, kriegst du halt leider nicht mehr, ne? Also da sind die Preise natürlich runtergedroppt. Mittlerweile haben halt auch sehr viele Leute ihre Berufe hochgeskillt über die Zeit und dementsprechend, oh doch, doch, hier haben wir was für 81K verkauft. Also da habe ich eine riesen Gewinnspanne. Stulpen, die sind im Schnitt Rang 4 auf 30K. So in etwa, wenn ich die für 80K verkauft habe, dann haben wir richtig, richtig Gewinn eingefahren. Okay, also zwischendrin sind so Juwelen drin, aber das meiste ist in einer relativ engen Marge vom Gewinn, ne? Also mit den Legendary-Dingern, die Zeiten sind leider vorbei, zumindest hier auf großen Servern, dass du die riesen Margen einfährst. Die meisten Sachen, muss man ganz klar sagen, hier auf Antonidas zumindest, sind im Minusbereich, ne? Teilweise auch selbst die Rang 4 Sachen sind im Minusbereich, die lohnt sich nicht herzustellen. Da muss man wirklich ganz genau vergleichen mit den Preisen, ob sich's überhaupt rentiert, die Sachen zu craften, weil man damit teilweise dann gar keinen Plus macht. Deswegen, das kommt halt auch noch dazu, das ist auch noch einer der Faktoren, dass ich auch bei Weitem nicht mehr so viele Items im Auktionshaus habe, weil die allermeisten halt sich nicht rentieren, ne? Klar, ich will ja Gold machen, ich stelle ja die Items nicht aus Wohltätigkeit ins Auktionshaus, sondern will ja natürlich Gewinn damit machen, ne? Ganz klar. So, jetzt schauen wir mal, was hier overall rauskam. Wir müssen halt damit zumindest die knappen 4 Millionen Gold, die wir investiert haben, wieder reinholen. Ich hoffe, dass das gepasst hat, dass wir zumindest ein bisschen Gewinn machen. Ich bin ja mittlerweile auch auf zwei weiteren Servern noch unterwegs. Und zwar einmal auf Equin und Lothar. Aber da verkaufe ich keine Legendary-Teile, weil ich da bewusst gesagt habe, okay, das skill ich da nicht hoch. Da habe ich auch noch nicht so viel Goldpolster. Für diese Legendary-Dinger braucht man ein gewisses Polster tatsächlich. Und da verkaufe ich nur die blauen Sachen, aber das geht langsam auch nach oben. So, wir haben jetzt hier rausgeholt. Seht ihr, 5,3 Millionen. Heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Kosten reingeholt. Auch das, was ich mir für Transmog-Sachen ausgegeben habe, heißt, wir sind schon mal im Plus. Das ist gut. Ja. Noch nicht viel im Plus tatsächlich, aber ein bisschen was. Also es sind jetzt 5,3 plus die 700k vom anderen haben wir 6, 4 haben wir Minus gemacht. Heißt, 2 Millionen sind wir damit schon im Plus nach der kleinen Milchmädchenrechnung. Das war es tatsächlich aber noch nicht, was wir overall uns geholt haben, sondern ich habe ja noch ein bisschen was anderes. Und zwar, wir können jetzt einmal rüber switchen noch auf meinem Druid. Und da bin ich ja alles Mögliche noch im Auktionshaus am Verkaufen. Da können wir jetzt dann auch gleich nochmal kurz reinschauen. Derweil kann ich euch noch was anderes zeigen. Wenn wir jetzt auf meinem Druid gehen, wo haben wir es denn? Antonidas, Lothar. Genau, hier der Schurke. Seht ihr, auf Lothar bin ich im Moment halt die, diese 180er, 168er Teile so rum am Verkaufen. Und ich habe gestartet mit, ich glaube 200k habe ich gestartet. Dann habe ich die Berufe hochgeskillt, habe mir ein paar Teile gecraftet, hat kein Gold mehr, habe die Teile verkauft, habe quasi wieder mehr Teile gecraftet, wieder versucht zu verkaufen. Ich nehme da das Gold immer direkt raus und crafte das Zeug. Mittlerweile bin ich an dem Stand, dass ich Berufe auf Max habe. Und alle Items, also die 168er, sowohl alle Plattenketten und Lederteile im Auktionshaus habe und noch 800.000 Gold rausgeholt habe. Das sind auch keine Riesenbeträge, also das geht jetzt hier nicht riesenmäßig hoch, ne? Aber das ist so stetig, kriege ich da so ein bisschen die Goldbeträge rein und das ist eigentlich ganz nett. Und selbiges habe ich auf dem zweiten Account noch auf Equin gemacht und kurioserweise habe ich bei beiden etwa selben Goldbetrag, also jetzt nicht ganz genau, aber es deckt sich relativ gut. Mit beiden habe ich mit um die 200k angefangen, zur selben Zeit, ne? Also vielleicht ein paar Tage auseinander. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich hier... Ah, da haben wir es. Und bei dem auf... Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir es? Erida, Equin. Seht ihr? Auf dem hier habe ich auch 800k. Also es sind nur ein paar K Unterschiede, obwohl es der eine Low Pop und der andere ist, glaube ich, Medium. Equin, ich weiß nicht, zwischen Medium und High ist der, glaube ich. Also Equin ist auf jeden Fall größer als Lothar, ne? Aber da sind wir auf einem relativ ähnlichen Betrag tatsächlich, was mich wundert, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, dass das weit auseinander geht, aber nee, tatsächlich nicht. Gut, und jetzt haben wir hier noch einen Char, wo ich alles Mögliche an Krempel verkaufe. Ich kann euch das mal zeigen.
Ich habe da halt alles Mögliche drin. Unter anderem habe ich halt noch einen Haufen Transmog-Sachen drin, ne? Also wenn wir jetzt hier gucken, da sind Pets drin, da sind Transmog-Items, sind viele drin. Die habe ich jetzt nicht explizit gefarmt, um die im Auktionshaus zu verkaufen, sondern die sind halt nebenbei, wenn ich für mich Transmog gefarmt habe, abgefallen, ne? Und die haue ich halt rein. Ich habe viele Mats auch hier drin, wie ihr seht, aktuelle, als auch immer noch ein paar alte Geschichten. Und so nach und nach kriege ich ein paar Sachen abverkauft. Aber es ist zäh, ne? Jetzt haben wir noch 465 Items, die wir drin haben. Und wir haben so über die Zeit verkauft knapp 600 Items, wie ihr seht. Aber das allermeiste sind aktuelle Mats. Und das sind dann halt so viele Sachen, weil immer mal wieder kleine Beträge, also mal 10 verkauft, 6 verkauft und so. Das ist ein bisschen blöd, dass das nicht zusammengefasst wird, ne? Aber wir können mal grob drüber gucken, durch was ich so Gold gemacht habe und ob wir vielleicht auch was Größeres vertickt haben, was halt eher interessant ist, würde ich mal sagen. So, udala. Fangen wir hier mal an. Und ihr seht hier die Runen, ne? Die Verstärkungsrunen. 43 für 17.000, das ist schon nicht so schlecht. Da mache ich tatsächlich am meisten Gold. Hier sind wieder Verstärkungsrunen, also die ganzen größeren Beträge sind tatsächlich meistens Verstärkungsrunen. Hier oben wieder, da doch wieder Verstärkungsrunen, wieder die Runen, ne? Und mittlerweile habe ich aber auch angefangen, auf dem Twink ein paar zu horten für 9.1, dass ich da die nicht direkt weghaue, ja? Dass wir da dementsprechend die vielleicht noch teurer verkaufen können. Ein paar haue ich jetzt schon weg, die ich mit dem Twink kriege. Die verticke ich, weil ich da die nicht aussonde. Hier zum Beispiel seht ihr wieder 11.000 für die Runen. Hier haben wir mal einen Zepter verkauft. Das ist ein Transmog-Item für 3.000. Jetzt gucken wir mal, vielleicht hier im Chat, da sieht man dann ein bisschen besser. Hier, das sind wieder Runen, ja, für 11.000. Warte mal, kann ich das ein bisschen größer ziehen? Zepter. Ihr seht, das ist so viel Kleinkrimszeug, aber es summiert sich tatsächlich ran, ne? Also wenn du da ein paar hundert Sachen verkauft hast, dann kriegst du da halt auch dein Gold mit zusammen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich mit dem da nicht overcappe, dass ich noch alles rausnehmen kann. Und das Praktische ist, ich habe mit meinen ganzen Charts, mit denen ich halt WorldQuest mache, immer schön diese extra Beutel genommen, dann kriege ich ständig einen Haufen Mats, ne? Und das speist sich hier. Also ich bin nicht irgendwelche Mats am Farmen, ich mache weder Kräuterkunde, Bergbau oder Kirschen, sondern das sind einfach nur diese Beutel und das sind irrsinnig viel Zeug. Was haben wir denn hier? Das sind wieder Verstärkungsrunen, 5.000. Also wenn ihr den Missionstisch macht, einfach die Verstärkungsrunen immer holen. Hier wieder Verstärkungsrunen, wieder 9.000. Hier so, naja, das sind alles Kleinbeträge, alles Mats. Wir haben jetzt schon 200 Sachen aufgemacht, tatsächlich. Hier haben wir wieder irgendeinen Frostzepter verkauft. Naja, 600 Gold, naja. Das ist auch wieder ein Transmog-Teil, was wir da vertickt haben. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen runterscrollen. Was haben wir hier? Das ist ein Pet, was wir für 2000 verkauft haben. Hier, das ist ein Kopfteil, das haben wir auch für 700 verkauft. Das ist nochmal ein Transmog-Teil. Ob wir da noch irgendwas Interessantes dabei haben. Hier wieder Verstärkungsrunen, na klar. Was haben wir denn da? Das ist auch nochmal ein Transmog-Teil. Also so ab und an verkauft man Transmog-Sachen, aber halt für nicht die großen Beträge, ne? Ich versuche das halt eher alles mal einfach loszuwerden. Hier markloser Kampfstein. Das ist so ein Pet-Battlestein auch für 2500, ne? Ist auch nicht das Riesengold, aber wie gesagt, es summiert sich alles. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, ein Pet, ne? Die Larve, 5000, ja, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich hier irgendwo ein Shadowlands bekommen, bei irgendwelchem Rare oder so. Manchmal kriegst du die Sachen echt nachgeschmissen. Aber da werden wir jetzt tatsächlich nicht die Riesenbeträge rausgezogen haben. Ich glaube, das meiste waren tatsächlich die Verstärkungsrunen. Aber ich denke mal, 100-200k müssten es schon gewesen sein, oder? Jetzt overall. Ne, 356.000. Nicht so schlecht, ne? Also dafür, dass das nur Krempel war, die ich einfach nur loswerden will. Jetzt muss ich gucken, mit dem Char bin ich jetzt auch wieder bald am Cap. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir jetzt overall zusammengekriegt haben. Warte mal, ich ziehe das mal kurz rüber. Dann können wir das nämlich eintragen. Also auf dem Second-Account haben wir jetzt 55... Achso, warte mal, ich muss erstmal das Gold rüberschicken. Das wäre vielleicht noch clever. Oder wie viel haben wir jetzt mit ihm? Ich bin am Überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Obwohl, ich lasse es einfach so. Ich habe ja mit dem noch genug. Tragen wir erstmal mit dem ein. Also das sind 6.
6.859.000. Und mit dem anderen sind es 55.545. So, okay. Dann haben wir das eingetragen. Also, dann haben wir jetzt zusammen 62 Millionen. Das ist jetzt hier nicht wirklich eine große Steigerung tatsächlich. 2 Millionen plus und dann plus die paar Sachen, die ich halt ausgegeben habe, ne, die ja nichts mit den Geschäften zu tun haben. Das war ja einfach quasi Konsum. Haben wir 2,6 Millionen plus gemacht. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, für den Zeitraum eigentlich echt nicht viel Gold, die 2,6 Millionen. Aber ihr müsst halt sehen, ich habe jetzt halt das relativ stiefmütterlich behandelt, ne? Keine großartigen Reposts oder so gemacht. Und dafür nebenbei ist es schon nicht so verkehrt. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall anziehen, wenn 9.1 rauskommt. Dann kann man wieder die großen Beträge machen. Dann kannst du vielleicht dann auch mal wieder 6, 7 Millionen in einem kleinen Zeitraum machen. Aber ja, das ist im Moment eher nicht drin. Ihr seht, am Anfang der Expansion habe ich halt teilweise 5, 6, 7 Millionen in einer Woche gemacht. Ich denke mal, in der ersten Zeit mit 9.1 wird das sicher wieder ordentlich nach oben gehen. Gut, damit wären wir tatsächlich wieder am Ende vom kleinen Gold-Update. Ein bisschen Plus haben wir ja gemacht. Und ja, damit verabschiede ich mich wieder mit dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis dann. Ciao.